Dann höre ich von Muslimen, höre ich, guck dir mal an, warum haben die Kuffar so viel Erfolg? Warum haben sie so viel Geld? Warum haben sie dieses und jenes? Ist die Glückseligkeit, ist der Platz der Glückseligkeit die Tasche oder das Bankkonto? Schau dir die erfolgreichsten Menschen an. Wer sind die erfolgreichsten Menschen nach diesem Maßstab? Wer? Die, die am meisten Geld haben, oder? Die, die am meisten Ruhm haben, oder? Die, die verehrt werden. Okay, nehmen wir ein Beispiel. King of Rock. Wer war das? Elvis Presley. Wie ist er am Ende gestorben? Er ist der King of Rock bis zur heutigen Zeit. Drogenabhängig bis zum Selbstmord. Wer war King of Pop? Michael Jackson. Vor kurzem noch völlig am Ende. Das heißt, du kannst nicht so einfach oberflächlich entscheiden, dem geht es gut oder dem geht es schlecht, anhand von der Automarke, die er fährt, oder anhand von den Schuhen, die er trägt, oder anhand von dem Geld, was er hat. Worauf kommt es an in unserem Leben? Kullu nafsin dha'ikatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Wa innama tuwaffawna ujurukum yawm al-qiyamah. Und dann werdet ihr euren Lohn am jüngsten Tag bekommen. فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْ. Und wer dann vom Höllenfeuer weggebracht wird und in den Paradiesgarten eintritt, der hat Erfolg gehabt. Das heißt, selbst wenn du aussiehst wie derjenige, der am meisten Unglück hat, im Endeffekt kommt es darauf an, standhaft in der Religion zu sein. Aber trotz alledem, sagt Allah, und das haben wir eben gesagt, إِنَّ لَنَنْصُرُ رُسَلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. Wir werden unseren Gesandten und den Gläubigen zum Sieg helfen im Diesseits und am Tag, wo die Zeugen aufstehen, das heißt am jüngsten Tag. Das heißt, hier müssen wir uns die Frage stellen, welche Eigenschaften müssen wir haben, um diesen Sieg zu bekommen? Wann kommt der Sieg? Was haben wir dafür zu tun? Denn das ist eine Verantwortung von uns.